Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road to Knife Unboxing 2.0. Heute wieder die Horizon Cases, weil das, was ja letztens passiert war, also das, was ich da gezogen habe, war echt extremst Bullshit. War nicht so lucky. Ich hatte glaube ich 8-mal Blue, 2-mal Purple. Und yo. Ich meine, die AK wäre schon übelst nice. Das wäre richtig nice, wenn ich die bekommen würde. Aber die Kisten selber sind jetzt eigentlich eher, ob die jetzt teuer sind oder nicht, je nachdem. Also 2,50 kostet die Kiste. Im Vergleich zur anderen Kiste ist es schon noch einiges. Aber sie droppt jetzt schon im Preis, ne? Da kann man die ruhig jetzt öfters aufhebeln. Aber die AWP wäre halt auch nice. Aber ich ziehe wieder mal ran, das ist wirklich so ein Abfuck. Und sorry auch mal dafür, dass die Videos jetzt gerade nicht so unregelmäßig kommen. Normalerweise mache ich immer Dienstag, Donnerstag und Sonntag ein Video, aber momentan kam ja Montag ein Video. Heute ist Freitag. Mal gucken, ob ich bis Sonntag noch eins schaffe. Aber ist ja halt gerade alles nicht so easy. Und wenn ich dann permanent nur Blut ziehe, macht es dann überhaupt noch fast keinen Spaß mehr. 4-mal Blue, ja. Nice. Komm, ich reib mal die AK. Uiuiui. Aber der Game ist ja auch lieblich. Also, einer von euch hat es ja schon in den Kommentaren erwähnt. Mir fehlt einfach der Tittenbonus. Ich zieh nur blau. Katastrophal. Die abgesickte Shotgun will ich auch schon nehmen. Die würde ich nämlich echt gerne als Playskin haben. Aber, weil ich finde, das sieht halt wirklich nice aus. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt momentan als Playskin habe. Warte mal. Sollen wir kurz nachlucken. Schwer. So, die Kraken habe ich. Sieht eigentlich auch nicht so schlecht aus, aber sieht die andere doch nice aus. Ich meine, an einen Knife glaube ich ja gar nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass der Knife kommt. Aber die AK, ja, die kann ruhig mal reinzischen hier. Die glockt sich jetzt das dritte Mal, ja, nice. Au. Nee. Die Kiste ist es einfach nichts, genauso wie die letzte, was released wurde. Ich ziehe hier einfach nur blau und Bullshit und blau und Bullshit. Es ist unglaublich. Oh, oh, komm doch, Alter, die AWP wäre nice gewesen. Die hätte wahrscheinlich das noch gebracht. So, letzte Kiste. Bitte geben, lass es geschehen. Irgendwas, was... Skin, irgendein Skin, der was mehr wert ist als die Kiste. Das wäre halt übelst nice, aber geben ist einfach ein fetter Hurensohn, der andere Leute einfach gerne mad macht. Wow, den ersten Purple Skin. Ja. 9-mal Blue und 1-mal Purple. Jungs, das ist ja noch viel schlechter als beim letzten Mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, Montag bei dem Road to Knife Unboxing, also beim letzten Video einfach, habe ich ja erwähnt, die ersten 5 Kommentare bekommen ja einen Key. Was ich nicht bedacht habe, ist, ihr könnt es ja gerade sehen, ich habe eine Trade-Sperre seit dem Update, was es da ja damals ja gab. Und die Keys werden dann aber am Dienstag rausgeopfert. Einer von euch, also einer von den ersten 5, hat noch nicht die, oder weiß nicht, ob er es jetzt schon gemacht hat, aber er hatte noch nicht seinen YouTube-Account als öffentlich gestellt, so dass ich nachschauen konnte, ob der die, dass er ein Abonnent von mir ist, dass er das Video auch positiv bewertet hat. Und wenn er das bis Dienstag noch nicht, na, geändert hat, dann kommt dann halt Kommentar Nummer 6 dran. Wollte ich dir halt nur mal noch kurz sagen. Ich hoffe, du fühlst dich angesprochen.
Jo, dann war es dann auch schon wieder mit dem Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, hilft mir auch weiter. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr schon die Kisten am Aufhebeln seid, die neuen Kisten, die Horizon, und ob ihr da mehr Luck habt als ich. Ich meine, ist dann nicht schwer. Weil das ist, was ich wieder ziehe, das ist absoluter Abfuck. Dann, was war noch? Bis Sonntag hätte ich geplant, dass ich bis dahin noch ein Matchmaking-Highlight-Video mache. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, beziehungsweise ob das dann am Sonntag auch kommt. Aber geplant habe ich's. Und dann sage ich auch nur noch, ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.